Achtung, Disclaimer. Die heutige Folge Lustige Witze besteht ausschließlich aus Flachwitzen. Die sind sehr schlecht. Es kann also gut sein, dass du die nächsten 8 Minuten deines Lebens verschwendest und nie wieder bekommst. Ton läuft, Bild läuft. Deine Mutter läuft. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lustige Witze, dem Format, in dem ich jede Woche verzweifelt versuche, euch irgendwie zum Lachen zu bringen. Das hier ist mein Gast, Jan. Wir kennen uns seit ich 4 bin. Ich bin Micha und das hier sind Lustige Witze in 3, 2, 1, go. Humor und Geduld sind die Kamele, mit denen man durch jede Wüste kommt. Im nächsten Leben werde ich Kaffeemaschine. Man wird geliebt, bekommt den ganzen Tag Aufmerksamkeit und ständig wird man gedrückt. Was kommt nach... Was kommt nach Elch? Zwölch. Kommt danach der Drölf? Was fliegt durch die Luft und macht Moos, Moos? Eine Biene im Rückwärtsgang. Was sagt der eine Dünnpfiff zum anderen? Du, das läuft ja flüssig. Gute Nachricht. Ich bekomme endlich den obersten Knopf meiner super engen Jeans zu. Schlechte Nachricht. Hab sie leider nicht an. Ein Mathematiker springt aus dem Fenster und fliegt nach oben. Was ist passiert? Vorzeichen fehlen. Welche Schuhe tragen Bildredakteure? Skandalen. Das ist so schlecht. Ich glaube, es wird auch nicht besser, die nächsten 40 Witze. Zwei Stifte gehen in den Wald. Kommt ein weiterer zu. Sagt der eine Stift, ich gehe jetzt. Mir wird es hier zu bunt. Was essen Autos am liebsten? Parkplätzchen. Ein Mathebuch ist der einzige Ort, wo es normal ist, 53 Melonen zu kaufen. Was ist braun und stinkt nach Scheiße? Scheiße. Treffen sich zwei Voyeure. Fragt der eine, und was machst du heute noch so? Sagt der andere. Mal gucken. Wohin geht ein Reh ohne Haare? In die Rehhaarklinik. Ich habe gestern meinen Besen verkauft. I don't care. Wer hat gepupst? Ich mach das Fenster mal auf. Das waren die letzten Worte auf der Raumstation. Oh. Was schmeckt wie Zucker und kann singen? Steh wie ein Heido. Der Typ kann nicht singen. Der Typ kann auch nicht singen und ich finde, über Behinderte sollte man keine Witze machen. Ja. Treffen sich zwei Magnete, sagt der eine. Was soll ich heute bloß anziehen? Wissenschaftler haben herausgefunden und sind dann wieder reingegangen. Was ist rot und steht am Kopierer? Die Paprikantin. In welcher Stadt bekommt man viele Hamster? In Hamsterdam. Hast du ein Bad genommen? Warum? Fehlt eins. Schild in Berlin. Coffee to go, jetzt auch zum Mitnehmen. Warum sieht man Ameisen nicht in Kirchen? Weil sie Insekten sind. Ich habe Spaghetti um meinen Wecker gewickelt. Jetzt habe ich Essen rund um die Uhr. Hast du was zu trinken? Wasser. Was Härteres? Eis. Sagt eine Maus zu einem Löwen. Wow, du bist aber groß. Sagt der Löwe. Du voll der Hurensohn. Sag mal Klettergerüst. Klettergerüst. Du Hurensohn. Was macht eine Bombe im Bordell? Puff. Wie nennt man einen Delfin mit Unterhose? Slipper. Der Prinz ist angepisst. Rapunzel ließ ihren Hahn herunter. Insta-Time! Halt dein Maul! Willkommen zurück zu Insta-Time, die Zeit, in der wir eure Instagram-Kommentare kommentieren. Und das ist unsere einzige Chance heute, dass diese Folge in irgendeiner Weise witzig wird. Orinta Orient hat geschrieben, habt ihr euch schon mal geküsst, wenn ihr euch schon so lange kennt? Ich bin einfach unkreativ. Nee, haben wir tatsächlich noch nicht. Aber sollten wir es tun, um das Eis zu brechen. Nein. Kamira Kabikan, schon wieder. Was war das Witzigste, was ihr mit dem anderen jeweils erlebt habt? Lass uns nochmal 98 Chicken McNuggets bestellen. Stimmt. Wir waren mal bei einem Angebot vor 10 Jahren irgendwie bei McDonald's, wo irgendwie Nuggets, Chicken McNuggets die Hälfte des Preises gekostet haben. Und dann haben wir jeder zwei 20er Boxen bestellt, was ja schon mal 80 sind. Und da war noch unser Kumpel Janis dabei. Der wollte keine 20er Box bestellen. Genau, der hat zwei 9er bestellt. Der hat zwei 9er bestellt, genau. Wir sind da hingegangen und haben gesagt, 98 Chicken McNuggets bitte. Und dann meinte die an der Internet-Theke, warum nehmen sie nicht 100? Oder Janis meinte, ja, wer soll das denn alles essen? Sind sie bescheuert? Sora Florian fragt, wie nennt man ein Konzert, das nur für Frauen ist? Ein Rockkonzert. Dann dürften Schotten aber auch dahin, oder? Ich war mal auf einem Länderspiel, Deutschland gegen Schottland. Und da waren ganz viele Schotten mit diesen Röcken. Und das ist wirklich klischee-mäßig. Haben die so vor den Dixies gestanden, vor den Bissoirs. Und die haben in Deutschland genau das bekommen, was sie erwartet haben. Bratwurst und Sauerkrautstände. Ja, ja. Nochmal Sora Florian. Ich wollte heute mal ganz sexy gucken. Kam aber wegen Verdacht auf Schlaganfall ins Krankenhaus. Marcel Dreblow. Polizei, aufmachen. Ich will keine Eier kaufen. Wir haben keine Eier. Ich weiß. Wenn die Kommentare lustiger sind als die eigentlichen Witze. Ja, ihr rettet gerade dieses Video. Und Lukas fragt,
Gibt es eine Folge, bei welcher du oder ihr euch denkt, dass das die beste Folge war? Nee, ich gucke das aber auch erst regelmäßig, erst seit, ich sag mal, den letzten 50 Folgen. Die ersten kenne ich gar nicht mehr so. Damals war es auch eher ohne Gesicht und da haben wir einfach nur die Witze eingespielt. Ich weiß, ich mag die ganzen Specials, die ich unterwegs drehe, ganz gerne. Auf Island, in Paris, Los Angeles habe ich ja eine gedreht. Das sind so irgendwie meine Lieblingsfolgen, weil ich das halt auch mit der Reise dann auch irgendwie verbinde. Und dann finde ich es immer cool, wenn ich dann von dem Ort noch so ein Video mitnehmen kann. Ich weiß nur ganz klar, heute wird nicht die beste Folge. Tobi NDRS. Bist du nicht der Sohn vom Ziegenficker? Nee. Und das war's auch dieses Mal wieder mit den Kommentaren von Instagram. Danke, dass ihr diese Folge noch ein wenig aufgewertet habt. Wenn ihr noch weitere Fragen, Witze oder Anmerkungen an mich oder meinen Gast habt, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Nächste Woche gibt es das KOND-Special und da wird es auch eine Kommentierzeit geben. Zahnarzt zum Patienten. Das kann jetzt ein bisschen wehtun. Patient? Kein Problem. Ich habe seit 3 Jahren ein Verhältnis mit ihrer Frau. 2 Kelten laufen durch einen Schneesturm, sagt der eine. Scheiß Kälte. Selber Scheiß Kälte. Warum fliegt Fritzchen das Eis aus der Hand? Weil er überfahren wurde. Wie heißt die Frau von Herkules? Frau Kules. Sind 2 Muffins im Ofen? Da sagt der eine Muffin, hallo. Worauf der andere Muffin antwortet. Boah, ein sprechender Muffin. David kotzt auf ein Sofa. Sigmund Freud. Wie nennt man eine unzufriedene Elfe? McCafé. Den kapiere ich nicht. Ich auch nicht. McCafé. Trotz Diebstahlsicherung. Diebstahlsicherung. Was ist orange und wandert über den Berg? Eine Wanderine. Wie heißt ein Einhorn, das 2 Hörner hat? Stier. Woraus wurde Jesus Haus gebaut? Aus Jerusalem. Warum hat eine Giraffe so einen langen Hals? Weil der Kopf so hoch ist. Kotzen Giraffen? Ich überlege, was das für ein Weg ist. Das sind keine Augenringe. Das sind Schatten großer Taten. Eine ältere Frau geht einkaufen, sagt die Kassiererin. Das macht 27 Euro. Und wollen Sie noch eine Tüte dazu? Oh nein, immer wenn ich bekifft bin, vergesse ich die Hälfte. Wieso gehen so wenig Touristen nach England? Weil es dort viel zu eng ist. Und weil dort deutsche weinende Kinder ausgelacht werden. Verwandelt ihr? Nein, der verwandelt nicht! Was ist rot und fährt auf und ab? Eine Tomate im Aufzug. 2 Freunde schauen Fußball. Ein gutes Spiel, sagt der eine. Ja, nur die Tore fehlen. Wieso? Da stehen noch 2. Wie nennt man einen Flachwitz ohne Witz? Flach. Was ist süß und auch ein Haustier? Maus aus Schokolade. Was ist braun und rollt? Eine Rollnuss. Das war's. Das ist nicht lustig. Ich hab das Gesicht, musste ich einmal lachen heute. Da müsste man Lea direkt die Blue Shell in den Kopf werfen. Ich hab euch ganz doll lieb. Ja, werde ich nicht mehr. Also super, wenn ihr ein Like und ein Kommi da lasst und das Video mit euren ganz vielen Freunden, die ihr bestimmt alle habt, teilt. Okay. War's das? Ja. Wenn ihr jeden im Jahr anklickt, dann kommt ihr noch auf 2 ältere Folgen von Lustige Witze und ich würde sagen, Daumen rauf, Patreon unterstützen und sowas und bis nächste Woche. Daumen hoch und like, abonnieren, like und abonnieren, YouTuber.